Hallo meine Lieben, sind schwarze Löcher die Tore zu einer anderen Welt? Womöglich das, was wir allgemeinhin als das Jenseits bezeichnen? Ja, was sich erst einmal sehr gewagt anhört, umfasst die bisher plausibelste Theorie, die wir haben. Weitaus wirklichkeitsnäher als die Quantenphysik oder die Relativitätstheorie, das sogenannte holographische Universum. Was dieses ist, warum es schwarze Löcher erklärt, wie das Universum weit vor dem Urknall entstanden ist, was außerhalb der Grenze des Kosmos liegt, warum demnach schwarze Löcher die Tore zu einer anderen Welt darstellen, die Erfahrung eines Nahtodlers, der seinen Übergang als die Durchquerung eines schwarzen Lochs beschreibt und vieles mehr seht ihr wie immer nach dem Intro. Schwarze Löcher, die wohl merkwürdigsten Objekte im Universum. Sie haben keine Oberfläche wie ein Planet oder ein Stern. Weder bestehen sie aus Gestein, Gas noch anderen Elementen. Und doch vereinen sie eine enorm große Masse in sich, auf einem nahezu winzigen Bereich im Kosmos. So sehr, dass alles, was ihnen zu nahe kommt, von ihnen angezogen wird. Wirklich nichts kann ihnen entfliehen. Kein Stern, kein Raum und gar die Zeit selbst kann sich einem schwarzen Loch nicht widersetzen. Alles, was sie aufsaugen, wird so sehr gekrümmt, dass wir es nicht mehr mit unseren physikalischen Gesetzen beschreiben können. Das Wenige, was wir über sie wissen, ist das, was wir von außen sehen können, errechnet aus den Daten der großen Teleskope. Schwarze Löcher sind ein Gebiet im Weltraum, in dem sehr große Materie in sich selbst zusammengefallen ist, entstanden durch den Tod eines Sterns. Wie der Phönix aus der Asche entsteht aus dem Ableben des einen das Wiederaufblühen des anderen, als habe das langsame Sterben eines Gasgiganten einen kosmischen Sinn erhalten. Sterne, die etwa 10-mal schwerer sind als unsere Sonne, finden ihr Ende in einer Supernova-Explosion. Was von dem ehemals so riesigen Stern überbleibt, kollabiert. Gasgiganten, die zuvor noch den 10-, 100- oder gar den 1000-fachen Durchmesser unserer Sonne hatten, vereinen sich zu einem winzigen Gebilde mit einem Durchmesser von nur noch wenigen Kilometern. Ein schwarzes Loch ist entstanden. Und es gibt nicht wenige von ihnen. Nach heutigen Schätzungen soll es in unserem Universum 10 Millionen bis zu einer Milliarde schwarze Löcher geben. Erkennen können wir diese raumzeitverschlingenden Massegiganten nur indirekt, durch ihre Einwirkung auf benachbarte Nebel, anderen Sternen oder Galaxien. Scheibenförmige Ansammlungen von Material, die sie umgeben. Wie ein Strudel wirbeln sie um das schwarze Loch herum, werden dabei extrem heiß und geben schlussendlich ein letztes Lebenszeichen ab. Enorme Mengen an Röntgenstrahlung, ein gewaltiger Lichtblitz, der am Sternenhimmel aufblitzt. Schwarze Löcher gibt es in den unterschiedlichsten Größen. Viele von ihnen sind nur etwas massiver als unsere eigene Sonne. Andere wiederum sind so massereich, dass die menschliche Vorstellungskraft nicht dazu ausreicht, sie zu erfassen. Sie haben Unmengen an Materie verschlungen, sind dadurch immer weiter und weiter angewachsen. Wahre Monster. Ein solches supermassereiches schwarzes Loch befindet sich auch in der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, Sagittarius A-Stern. Doch gibt es auch jene, die durch das Universum wandern, die meisten von ihnen völlig unbemerkt. Sie besitzen keine statische Position, sondern befinden sich auf Wanderschaft. Aber egal wie groß, wie massereich oder wo sich diese Giganten befinden, eines vereint sie alle. Was sich hinter dieser schwarzen Kugel befindet, hinter dem sogenannten Ereignishorizont, das werden wir wohl nie erfahren. Sicher sind wir uns nur bei einer Sache. All jene Objekte, die diese Grenze einmal übertreten haben, kommen nie wieder hinaus. Sie sind dann kein Teil unseres Universums mehr. Sie sind woanders, außerhalb der wahrnehmbaren Grenzen. Wo oder was dieser Raum ist, wir wissen es einfach nicht. Naja, so ganz stimmt das nicht, denn die derzeit neueste und tatsächlich beste Theorie lässt uns einen Blick auf das Dahinter erahnen. Eine Theorie, die nicht nur Einstein in den Schatten stellt,
sondern auch erklären könnte, was danach geschieht, nach dem, was uns alle einmal ereilen wird, den Tod. Was haben schwarze Löcher mit dem sogenannten Jenseits zu tun? Was ist dieses vermeintliche Leben nach dem Tod eigentlich? Sind jene gigantischen Gebilde in unserem Universum eine Art Tor zu einer anderen Welt, einem Universum, zu dem alles, was in dem einen stirbt, ins andere übergeht? Es klingt erst einmal ziemlich verrückt, schwarze Löcher als Tore ins Jenseits, geschweige denn, dass wir überhaupt wissen, dass es ein Leben nach dem Tod geben könnte. Umso faszinierender, dass die neueste und plausibelste Erklärung der schwarzen Löcher genau diese Möglichkeit beschreibt. Diese Theorie wird holographisches Prinzip oder holographisches Universum genannt. Und genau diese Theorie vermag das zu erklären, was bisher als unvereinbar galt. Die heutige Wissenschaft umfasst zwei große Annahmen, die die Welt im Großen als auch im Kleinen beschreiben will. Einerseits die Quantentheorie, andererseits die Relativitätstheorie. Doch diese beiden haben ein massives Problem. Weder die Quantentheorie noch die Relativitätstheorie funktionieren, wenn es um schwarze Löcher geht. Das, was sie ausmacht, wo ihre Berechnungen überall im Universum noch mit dem Beobachtbaren übereinstimmt, versagt völlig, wenn sie auf die großen Giganten angewendet werden. So aber nicht bei dem holographischen Prinzip, die bisher einzige Theorie, die auch schwarze Löcher beschreiben kann. Einer der Grundpfeiler unserer Physik besagt, dass Informationen nicht verloren gehen, weder im Großen noch im Kleinen. Seien es Sonnen, Monde oder Planeten, die explodieren oder von ihrem Heimatstern vereinnahmt werden, oder aber der Mensch, der sein Ableben findet, sein Körper verwest und der Erde zugeführt wird. Die Information seiner Atome, seiner kleinsten Teilchen, gehen einfach nicht verloren. Sie sind immer noch existent, wenn auch in völlig anderer Form. Ob dies auch bei seinem Geist oder, wie es manche nennen, seiner Seele so ist, dazu später mehr. Diese Informationen, die nach allem, was wir wissen, nicht verloren gehen können, stellen uns, wenn es um schwarze Löcher geht, vor ein massives Problem, denn diese sind der sichtbare Beweis dafür, dass es eben doch möglich ist, Informationen, die verloren gehen. Zumindest wenn es nach der Quantenphysik und der Relativitätstheorie geht. Das holographische Prinzip aber bietet uns eine Lösung. Nach diesem entstand das Universum schon weit vor dem sogenannten Urknall, in einem zweidimensionalen Raum. Als die Informationsdichte so hoch wurde, dass es den Rahmen einer zweidimensionalen Existenz sprengte, musste zwangsläufig eine weitere Dimension entstehen, die dritte Dimension, in der wir heute leben. Doch diese ursprüngliche zweite Dimension ging keineswegs verloren. Sie ist zu dem geworden, was wir heute als den Rand nennen würden. Eine Hülle, die unser gesamtes Universum umgibt. Und an diesem Punkt kommen schwarze Löcher ins Spiel. Nach dem holographischen Prinzip sind die Massegiganten keineswegs informationsleere Löcher. Sie sind ein Übergang zwischen dem dreidimensionalen und dem zweidimensionalen Raum. Ein Tor zwischen den Welten des Universums und seiner ihn umgebenden Hülle. Informationen gehen demnach also nicht verloren, sondern überschreiten einfach nur den Ereignishorizont hin zu einer anderen Dimension, der zweidimensionalen. Damit ist das Prinzip des holographischen Universums nicht nur plausibler als die Quantentheorie und der Einsteinschen Relativitätstheorie, sondern laut der Mathematik viel näher an unserer Wirklichkeit. Derzeit streitet man sich aber noch, ob schwarze Löcher damit einfach nur riesige Datenspeicher darstellen oder ob sie tatsächlich das Tor zu dieser zweidimensionalen Welt sind. Fest steht nur, dass das große Problem der verloren gehenden Information damit gelöst wäre. Und dies bringt uns wieder zurück zu unserer ganz eigenen kleinen Existenz. Schließlich ist das weitere große Rätsel unserer Zivilisation das, was danach geschieht, nach diesem kurzen Leben in diesem großen Universum. Wie wir wissen, gehen die Informationen unseres Körpers nicht verloren.
Doch was ist mit den Informationen, die uns ausmachen, denen unseres Geistes oder unserer Seele, wie es manche nennen? Sind diese auch einfach nur weg, so wie es die Quantenphysik und die Relativitätstheorie bei schwarzen Löchern annehmen? Oder geht unser Geist auch nur in eine andere Dimension über, womöglich in eben jene, die unser Universum einhüllt, in die zweidimensionale Hülle oder in den Datenspeicherkern, den wir heute als schwarzes Loch bezeichnen? Ein faszinierender Bericht eines Mannes, der sagt, er habe eine Nahtoderfahrung erlebt, könnte uns Aufschluss darüber geben. Nahtoderfahrungen, die sogenannten NTEs, sind kein Phänomen der Neuzeit. Schon seit Jahrhunderten berichten Menschen, die von der Schwelle des Todes zurückgeholt wurden, immer wieder von besonderen Erlebnissen. NTEs sind dabei weltweit aus allen Kulturen bekannt. Schon weit vor der Globalisierung berichteten Menschen von sehr ähnlichen Erlebnissen, völlig unabhängig, zu einer Zeit, als es noch keinen Kontakt zwischen den Völkern gab. Ein wichtiger Hinweis darauf, dass sehr viel mehr dran sein könnte, als nur chemische Prozesse im Gehirn. Vor allem eine Beschreibung gleicht sich wie keine andere, der Gang durch einen dunklen Tunnel, an dessen Ende sich ein Licht befindet. Ein Übergang von der einen Welt zur anderen. Ein Brite, der nur Peter genannt werden will, bringt seine Nahtoderfahrung mit schwarzen Löchern in Verbindung. Nachdem er ertrunken war, habe er einen Blick ins Jenseits werfen können. Während er im Krankenhaus für klinisch tot eingestuft wurde, hatte er Einblicke in die Existenz nach seinem Ableben. Ich erinnere mich, dass ich mehr Dunkelheit als Licht gesehen habe. Es war dunkel, ja, aber es war nicht schwarz. Stellen Sie sich ein schwarzes Loch vor, ein dunkles Nichts, um das ein Ring aus Licht gewickelt ist. Genau so sah es aus, wie ein schwarzes Loch. Peter erinnert sich, wie er immer weiter ins Innere vordrang, immer näher an das, was er als schwarzes Loch bezeichnet. Plötzlich ist es weg. Das nächste, an was er sich erinnern kann, ist, dass er eiskalt auf einer Liege liegt. Es ist der Moment nach seiner Wiederbelebung. Natürlich ist dieser Bericht, in dem Peter ein schwarzes Loch nach dem Tod gesehen haben will, alles andere als ein Beweis, wohin wir nach dem Tod gehen. Doch das holographische Prinzip lässt diese Möglichkeit durchaus zu. Schwarze Löcher als Datenspeicher oder Tore zu einer anderen Welt, zu einer gigantischen zweidimensionalen Hülle, ein Ort, an dem scheinbar verlorene Informationen weiterhin existieren und vielleicht ja auch die Informationen des Geistes, unserer Seele. Was haltet ihr von der Theorie des holographischen Universums und was von der, die schwarze Löcher als riesige Datenspeicher oder Tor zu einer anderen Welt beschreibt? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.